Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir sind immer noch in dieser Überbrückungsphase hier beim Telestammtisch, in der wir ja irgendwie alle stecken, also auch ihr da draußen, durch die Covid-19-bedingte quasi gesellschaftliche, durch diesen Breakdown. Letztlich gibt es ja keine Kinostarts mehr. Wir füllen unser Programm daher mit ganz vielen tollen Ideen auf. Wir haben ganz viele Klassiker, die wir besprechen wollen, Lieblingsfilme, wir haben Meta-Themen, wir haben eine ganze Menge Sachen am Start. Ihr bekommt jetzt auch regelmäßiger mal Videos von uns auf die quasi Nase gedrückt, die könnt ihr auf YouTube schauen, das Ganze hier auch im Podcast hören, und diesmal erwartet euch eine neue Folge Horst. Horst ist laut Aussagen eines der drei Mitglieder eine neue Rubrik beim Telestammtisch. Diesmal geht es um Comicverfilmung ohne Heldengedöns und Fantasy-Schmonz. Mit dabei sind Stu, Max und Andy, und die drei haben sich eben quasi dieses Thema vorgenommen und drei Filme für euch besprochen. Das sind American Splendor, Persepolis und Road to Perdition. Also quasi Filme, die eben auf Comics basieren, aber eben jetzt mal keine Superhelden-Comics quasi zur Grundlage haben. Ich fand das irgendwie ganz spannend. Das Ganze läuft unter dem Arbeitstitel Horst, und weil das total lustig ist, haben wir uns gedacht, wir hauen das jetzt mal so raus. Wir wissen absolut noch nicht, wie es weitergeht. Wir schauen einfach mal, was die nächsten Wochen und Monate so bringen, was da vielleicht noch alternativ quasi Möglichkeiten kommt hier zu Besprechungen. Ich kann so viel an der Stelle schon sagen, wir sind jetzt auch ganz offiziell Medienpartner von Sky, Netflix, Amazon Prime und Disney Plus. Und insbesondere zu Sky und Disney Plus haben wir ganz aktuelle größere Specials noch am Start. Die sind alle in der Planung und werden auch zeitnah veröffentlicht werden. Ebenso bekommt ihr hier noch eine ausgiebigere Besprechung von Berg und vom Steven zur Serie The Leftovers. Da wird es noch was geben. Wir werden uns noch über Freud unterhalten, die neue Netflix-Serie, die demnächst starten wird, und viele, viele weitere Dinge, die hier auch eben ganz auf freiwilliger Basis von den Kollegen von der Filmredaktion kommen. Da steckt viel Herzblut drin, wie ihr schon merkt, und ich bin mega stolz drauf, was die Mädels und Jungs hier alles vom Stapel reißen. Ich freue mich drauf, dass ihr uns natürlich dann irgendwie auch bewertet. Ja, das könnt ihr gerne zum Beispiel tun auf Apple Podcast, Twitter, Facebook, Google.de, whatever. Ja, und noch mehr freue ich mich eigentlich drauf, dass ihr uns hoffentlich in irgendeiner Form Feedback hinterlasst, denn dann merken wir einfach hier, dass eine Zeit, wo wir alle häufiger mal zu Hause sind, wenn nicht sogar ausschließlich, wo wir vielleicht sogar schon in absehbarer Zeit auch eben alle diese Ausgangssperren bekommen, die jetzt teilweise in der Republik schon verhangen worden sind. Und da gibt es vielleicht die Gelegenheit und Notwendigkeit, sich mal ein paar Sachen anzuschauen und anzuhören. Das ist auch wirklich ein Riesenüberangebot, das es ja letztlich auch gibt online. Und vielleicht helfen euch unsere Besprechungen, die wir zu den einzelnen Serien, Filmen, Dokus und whatever machen, ja dabei, da so ein bisschen eine Vorab-Auswahl zu treffen. Also bitte hinterlasst uns Feedback. Das könnt ihr wie immer tun auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Genauso gut auch auf tele-stammtisch.de. Da gibt es einen Blog. Ballert da mal was in die Kommentare. Es würde mich sehr freuen. Ladies and Gentlemen, ganz primär wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt. Ich wünsche euch, dass ihr alle daheim bleibt, hoffentlich vernünftig und auch irgendwie rational in die Situation gehen könnt. Ich wünsche euch, dass ihr eben nicht betroffen seid, großartig von diesem Virus, eben bis auf quasi das Zuhausebleiben, was ja schon fatal und krass genug ist. Und ja, eben passt auf euch auf. Wir sind für euch da. Ihr könnt euch gerne mal melden. Wir haben wirklich jeden Abend zum Beispiel, auch fast jeden Abend, so eine Skype-Runde, so eine redaktionsinterne, die wir hier machen, einfach um so ein bisschen dieser sozialen Isolation, die sich gerade teilweise bei einigen einstellt, auch entgegenzuwirken. Und ja, wir quatschen gern, daran ändert sich nichts. Und nicht immer muss das Ganze auch aufgezeichnet werden. Wir lieben Filme und Serien, die Auswahl ist groß und wir sind ganz nett. Meldet euch mal. Wir haben Bock auf euch. Ne? Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Somit begrüße ich heute hiermit die anwesenden Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer ersten Quarantäne-Folge. Und zwar habe ich hier zwei Leute neben mir. Einerseits den Stu. Hallo. Und andererseits den Andi. Hallihallo! Und ja, jeder, der sich jetzt wundert, welche Filme besprechen die drei, die derzeit eben nicht im Kino kommen, weil die Kinos zu sind, dem sei gesagt, wir haben uns überlegt, ein paar unserer Lieblinge aus der Kiste rauszuholen und drüber zu reden. Und zwar immer ein bisschen themenbezogen, sprich, einer von uns sucht sich ein Thema aus und dieses Thema darf dann jeder mit einem seiner Lieblingsfilme zu dem Thema garnieren. Und beim Streichholzziehen hat Stu gewonnen. Ja. Und durfte sich folgendes Thema aussuchen.
Ich habe mir das wunderschöne Thema ausgesucht: Comic-Verfilmungen ohne Superhelden und Fantasy-Gedöns. Ja. Sehr schön, sehr schön. Den Applaus kannst du dann wahrscheinlich multiplizieren. Sonst klingt es ein bisschen dünn. Ja, auf jeden Fall reden wir jetzt da drüber, über jeden, also jeder hat einen Film sich rausgepickt zu diesem Thema. Ich kann dir schon mal vorweg sagen, was mein Pick ist. Ich habe mich für Road to Perdition entschieden und jetzt übergebe ich mein Mikrofon an die anderen beiden. Ja, damit hast du mir schon eigentlich meinen Pick davon geschnappt, weil das wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Aber nach langem Hin und Her überlegen habe ich mich dann für Persepolis entschieden, den ihr vielleicht kennt, vielleicht nicht. Ja, ich habe beide Filme schon vor, also die habe ich schon vorab gesehen, habe sie jetzt für diesen Cast jetzt doch mal aufgefrischt und mein Pick war, deswegen habe ich das Thema auch ausgesucht, der Film American Splendor. Ja, und ich bin übrigens sehr froh, dass du den ausgewählt hast, weil ich dann mal wieder dazu kam, den mir anzusehen. Genauso ging es mir auch. Bisschen auf der langen Bank gehabt, beziehungsweise ich habe den vor 100 Jahren mal gesehen. Ja. Ich muss eh nochmal den Stu loben für seine Themenauswahl, die hat mir sehr gut gefallen, ja. Da das ja dann doch relativ genreübergreifend dann nochmal ist und ich dann selber nochmal wühlen musste, weil es ist jetzt kein so ein offensichtliches Genre-Thema wie, keine Ahnung, eben Rom-Com oder Thriller oder so, sondern es gibt alle Genres, alle Möglichkeiten. Sehr schön fand ich das. Ja, danke. Es war eine spontane Eingebung, muss ich gestehen. Ich glaube, weil ich unterbewusst einfach gerne mal über diesen American Splendor reden wollte. Ein Film, der mir sehr viel bedeutet. Ich gucke mir den jedes Jahr zu Silvester an. Tatsächlich. Okay. Seitdem ich ihn, glaube ich, 2006, 2007 halt auf DVD gekauft habe, nachdem ich ihn zuerst mal in der Bibliothek ausgeliehen habe, wirklich jedes Jahr an Silvester. Das ist ein für mich wirklich sehr wichtiger Film. Wollen wir den vielleicht gleich zu Beginn dann bequatschen? Können wir gerne machen. Wir können gerne Persepolis und Rue de Perdition gerne dann dahinter schieben. Mir ist es egal. Nee, es wäre jetzt nur ein schöner Übergang. Ja, du bist gerade im Fahrt zu. Es ist so, das ist Fahrt, ja. Profitum, das jetzt gerade in mir rauskommt. Man merkt es zwar nicht, aber. Doch, du wirkst gerade so lebendig. Das ist der Wahnsinn. Ja, bitteschön. Ja, gib mir gut. Voll Mühe. Das machst du auch richtig gut. Das machst du auch wirklich richtig gut. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Emotion reinbringen hier. Ja, genau. Stu, erzähl uns was über American Splendor. So feurig, wie du kannst. Es fällt mir jetzt schwer, darüber jetzt so feurig, wie ich kann, zu reden. Ich könnte vielleicht mal kurz beschreiben, worum geht's da überhaupt. Ja, ja? Bitte. Also es geht um den ja, Amerikaner Harvey Pieker. Das ist ein Biopic, wenn man so will. Und Harvey Pieker arbeitet halt im Krankenhaus so in, ja, der so sortiert irgendwie Akten und der hat zwei große Hobbys, das sind halt Comics und das sind Jazz. Und Harvey Pieker ist, und das finde ich sehr schön, eigentlich ein relativ unsympathisches Kerlchen. Ja, sehr miesmutig, sehr geizig. Aber er lernt halt irgendwann diesen Comiczeichner Robert Crumb kennen. Den kennen vielleicht einige von euch von Fritz the Cat. Der hat übrigens auch einen sehr guten Film, also ein gutes Biopic mal spendiert bekommen, von Terry Swigoff, dem späteren Bad Santa-Regisseur. Und durch diesen Robert Crumb kommt halt Harvey auf die Idee, eigentlich kann man doch mit Comics mehr machen, als jetzt nur Superman gegen Batman oder Lex Luthor antreten zu lassen. Und Robert Crumb findet die Idee super und ja, und so entsteht halt das Comic American Splendor, ein Comic, das sich halt einfach um das Leben von Harvey Pieker dreht. Und dieses Comic wird relativ populär, es ist jetzt natürlich kein Massenseller, aber so in den, ich sag mal so, Indie-Comic-Kreisen ist es schon sehr bekannt. Und so kommt es dann, dass Harvey dann seine Frau kennenlernt und auch zu, ja, ich sag mal, medialer Berühmtheit kommt. Bob Dylan hat einen Song über ihn geschrieben, es gab ein Theaterstück und er war lange Zeit lang ein gern gesehener Gast in der David Letterman Show. Ja, und der Film hat neben
also für mich viele Besonderheiten. Eine große Besonderheit, nämlich Harvey Pekar ist Teil des Films, der kommentiert diesen Film, sagt zum Beispiel am Anfang, ja, der Schauspieler, der mich spielt, das ist dann Paul Giamatti, der sieht mir gar nicht richtig ähnlich. Und der Film wechselt immer wieder so von der filmischen Ebene zu einer, ich sage es mal, Meta-Ebene, wo Harvey Pekar dann nochmal interviewt wird. Und das passiert nicht nur mit Harvey, das passiert auch mit seiner Frau Joyce und auch mit seinem Arbeitskollegen Toby Radloff. Das ist ein, ich möchte mal sagen, kann man ihn geistig behindert nennen? Ich weiß es nicht, oder autistisch? Ja, der ist auf jeden Fall ein ziemlich schräger Vogel. Genau. Sehr interessanter Mensch. Nennen ja. Das so. Und es gibt eine Szene, also die ich wirklich abgöttisch liebe, ist, der Film Harvey und der Film Toby unterhalten sich über Jelly Beans. Ja. Und dann wird so Cut gerufen und dann sieht man halt, wie die am Set stehen und dann kommt der echte Harvey und der echte Toby und unterhalten sich einfach weiter über Jelly Beans. Pina Colada, genau, ja. ja, das darum geht es erstmal in American Splendor. Ich habe mir jetzt ein bisschen in den Mund fusselig geredet, deswegen könnt ihr gerne jetzt auch was erzählen oder mir Fragen stellen oder so, damit ich mal ein bisschen Pause habe. Ja, ich meine, meine erste Frage, die liegt, glaube ich, wirklich auf der Hand, ist, wieso du zu diesem Film so eine besondere Beziehung hast und warum du ihn jedes Silvester guckst. Ich finde den Film sehr amüsant teilweise, ich finde ihn aber auch sehr melancholisch und aber auch sehr hoffnungsvoll. Es gibt diese eine Szene, die, ich würde sagen, fast schon was Philosophisches hat, nämlich wenn Harvey Pekar, also er, gegen Ende bekommt er halt Krebs, Hodenkrebs, mhm. Das wurde auch in einem seiner Comics behandelt, übrigens ein, ich glaube, mehrfach preisgekröntes Comic, und dann gibt es diese Szene, wo der Film Harvey Pekar durch diese gezeichnete Landschaft läuft und sich Gedanken über sein Leben macht, und ich finde das so stark, weil es heißt doch immer bei so Kritiken von Filmen, ja, ich konnte mich mit der Figur nicht identifizieren. Und ich muss gestehen, ich kann mich selten wirklich mit einer Figur identifizieren. Also ich liebe John McClane und Stirb langsam, aber ich konnte mich doch nie mit John McClane oder mit John Rambo identifizieren, ja. Und auch wenn ich glaube, dass ich von der Persona nicht wirklich Harvey Pekar bin, war das so das erste Mal, dass ich einen Film geguckt habe und wirklich irgendwie mich für verbunden gefühlt habe mit diesem Mann, diesem einsamen Kämpfer, der halt wirklich so, ich würde mal sagen, untere Mittelschicht ist, ja, ein Querkopf, ein Geizhals, aber eben auch ein Mensch, der halt Bedürfnisse hat. Es gibt zum Beispiel im späteren Verlauf diese Szene, wo er sich einfach einsam fühlt, weil seine Frau die ganze Zeit unterwegs ist. Und solche kleinen Sachen. Also ich finde, dass dieser Harvey unglaublich authentisch wirkt. Ich finde den wirklich teilweise sehr bewegend, auch wenn es jetzt kein Film ist, wo es jetzt die großen emotionalen Gesten gibt. Nur als Beispiel, das erste Mal, wenn er seine Frau am Flughafen trifft, das ist das Erste, was er zu ihr sagt, damit wir uns nicht falsch verstehen, ich bin sterilisiert. Ja? Aber das ist dieser Film, ich kann es gar nicht noch erklären, aber er bewegt mich sehr. Ja, ich muss auch gestehen, diese Situation, dass wenn Harvey gegen Ende erzählt, dass es ihn total umgehauen hat, dass es in der Nähe seiner Stadt einen anderen Mann gab, der Harvey Pekar heißt, dachte ich so, okay, kann vorkommen. Und das Gleiche ist mir auch passiert, tatsächlich. Ey. Mir ist vor ein paar Jahren wirklich aufgefallen, habe ich erfahren bei einem Arzttermin, dass es im Nachbarort auch einen Mann heißt, der genauso heißt wie ich. Du hast jetzt aber auch keinen so ungewöhnlichen Namen. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Kann nicht jeder so einen ausgefallenen Modernamen haben. Ja, also wirklich. Ja, Andi hat sich seinen Namen zurechtgeschnitzt. Ja. Künstlername. Aber ist wahrscheinlich ein Künstlername, ja. Ich muss auch sagen, also Andi Battlestar Galactica Schmidt ist auch ein komischer Name. Aber weißt du, ich habe habe ich erst vor kurzem jetzt wieder aufgefrischt und das Erste, was mir beim Anschauen durch den Kopf gegangen ist, es war wirklich, wenn du in München irgendwie an die richtigen Orte kommst, dann kannst du, glaube ich, lauter kleine Harvey Pekars oder Pekars treffen, weil diese Grantlerei, die der da so hat, die ist münchnerischer als alles andere, was ich gesehen habe. Ja, ich fand es großartig, wie der Film allein schon losgeht. Ich mag ja das, wenn dann so dieses Comic-Thema auch optisch und stilistisch da in dem Film rübergeholt wird. Und das fand ich hier sehr cool gemacht. Also ich mag ja die Zeichnungen von Robert Crumb auch total gerne. Und dass man sie halt auch dann zeichnen sieht in dem Film und so, das mag ich sehr gerne. Und was ich halt auch cool fand, was du auch schon gesagt hast, dass das so eine schöne Mischung war aus, ich habe mich echt
teilweise weggeschmissen vor Lachen, weil die Dialoge teilweise so witzig sind. Also haben wir schon mal drüber gesprochen, dieses Telefonat zwischen seiner zukünftigen Frau und ihm, wo sie sich noch nie gesehen haben, aber sich sofort treffen wollen. Und sie dann meint, ich bin ein bisschen nervös, weil ich weiß ja nicht, wie du aussiehst, weil er wurde dann ja innerhalb über diese Comics immer von anderen Zeichnern gezeichnet. Dann sagt sie so, siehst du aus wie ein jüngerer Marlon Brando, wie von dem gezeichnet, oder siehst du eher aus wie so ein haariger Affe mit diesen Linien, als würdest du stinken? Wo er dann sagt so, das sind Bewegungslinien, ich bin ein sehr aktiver Typ. Da habe ich mich so weggeschmissen. Aber dann sagt er halt auch so coole Sachen irgendwie, wo es halt darum geht, warum er diesen Comic macht oder was jetzt auch vielleicht die Faszination für viele Leute ausmacht. Du hast das Zitat, glaube ich, parater als ich, aber irgendwie sowas so, ordinary life is very complex stuff. Ja. Genau. Das fand ich schön. Nur, ich muss auch sagen, es gibt auch diese schöne Szene, da geht er mit seinem Arbeitskollegen Tobi und seiner Frau halt ins Kino und sie gucken halt Revenge of the Nerds, der in Deutschland den schönen Titel hat, Die Rache der Eierköpfe. Und es ist halt so ein typischer Aufbauungsfilm, weißt du, die armen Nerds, die so von den Sportlern niedergemacht werden und dann aber halt eben diese Sportler besiegen und eine Rede halten und dann haben sie alle lieb. Und ich finde das sehr schön, wenn halt Harvey nach dem Film Tobi versucht zu erklären, warum das nicht das Leben ist. Und in der Hinsicht gebe ich tatsächlich Harvey Pieker auch recht, auch wenn ich hoffe, dass ich nicht so ein Griesgram bin insgesamt wie er. Aber ich finde, in seiner Griesgrämigkeit sind hier und da auch ein paar Wahrheiten versteckt. Och du, ich mag seine Sicht aufs Leben, ganz ehrlich. Ja. Also ich muss auch sagen, dass ich mich halt in manchen Punkten immer ein bisschen wieder selbst gefunden oder erkannt habe. Gut, jetzt nicht was Hygiene und sowas angeht, aber ansonsten ist mir der Kerl durchaus sympathisch, weil ich mag dieses Grummelige irgendwie. Ich mochte das bei überhaupt Comedians oder Kabarettisten. Ich mag dieses Gerhard Polt-ähnliche, das er dann doch immer irgendwie hat. Schon mein zweiter Bayern-Vergleich. Ich finde ihn auch. Ich hatte da manchmal, musste ich an der Mondmann denken, weil der so ein sehr, sehr exzentrischer Comedian-Künstler, und dann kriegt er ja auch noch Krebs, wie auch Andy Kaufman und so. Ich fand es nur hier halt durch die Machart so ein bisschen kreativer noch, also jetzt, was du ja schon angesprochen hast, dass es ja teilweise auch so dokumentarisch ist und du die echten Charaktere aussiehst, und was ich auch super cool fand, wo man dann gemerkt hat, wie genial dieser Paul Giamatti ihn auch darstellt, ist, wenn du dann teilweise siehst, wie er hinter der Bühne steht und dann auf die Showbühne bei David Letterman geht und dann siehst du im Fernsehen aber das Original-Footage und die Stimme und so, diese ganze Ausstrahlung und so, das fand ich total cool, wie man da so sieht, dass der das echt perfekt widerspiegelt. Das fand ich schon sehr, sehr witzig. Es ist für mich allein schon die Stimme. Er verliert ja am Anfang des Films gleich seine Stimme. Das ist so witzig. Oh ja, bitte. Oh, das ist mit die beste Szene überhaupt. Vor allem, ich frage mich immer, wie hat er das gespielt? Wie kriegst du das hin, dass du dir so eine heisere Stimme antrainierst? Oh, wo er dann vor seiner Ex-Frau steht und kein Wort rauskriegt. Das ist so viel. Ja, super. Bitte. Oh ja, Gott. Für mich ist Harvey Pieker so der einsame Streiter für einen Lebensentwurf, der so normalerweise so authentisch in der medialen Welt eigentlich selten vorkommt. Weil ich meine, seine Krebserkrankung ist halt auch schlimm, also der Hodenkrebs, aber auch die übersteht er halt. Ne? Das ist so wirklich so, es geht halt wirklich, ich habe die Comics nicht gelesen, also ich habe kein einziges Comic davon gelesen, das muss ich zu meiner Schande gestehen, weil ich halt nicht so comicaffin bin, aber es geht so, glaube ich, im Film wie auch den Comics einfach um diesen alltäglichen Kampf gegen das Leben, gegen den Alltag, und das wird halt von den beiden Regisseuren, das ist, weil die heißen Robert Pulcini und Sherry Springer Berman, wirklich ganz toll aufbereitet, und es ist ja ein HBO-Film, also der lief, glaube ich, in den Kinos, aber HBO hat ihn produziert. Und ich muss auch gestehen, der Film hat heutzutage, der Anfang, finde ich, der hat heute so eine schöne Doppeldeutigkeit. Weil, also zur Erklärung, der Film ist so 2003, als das Marvel Cinematic Universe, glaube ich, noch nicht existiert hat. Ich glaube, der erste Iron Man kam erst ein paar Jahre später. Und es fängt halt an, in so einem Rückblick in Harveys Kindheit, an Halloween, wie die Nachbarin halt gerade so die Tür aufmacht. Und dann steht halt Kinder verkleidet als Aquaman, Superman und Batman da. Und die Nachbarin ist da total entrüstet, dass Harvey Pieker halt einfach nicht verkleidet da steht, sondern einfach als normaler Junge. Und das ist, kann man, fand ich,
also finde ich, kann man heutzutage durchaus auch ja, doppeldeutig sehen. Als eine Art vorgezogene Kritik dieses Superheldenbooms. Ja. Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, das ist mir dann nämlich aufgefallen, weil, da kann ich ein bisschen ausholen vielleicht, wie stimmungsvoll ich die Musik fand, weil ich meine, das ist zwar sehr naheliegend und so, dass er ist ja großer Jazz-Fan und dass dann halt irgendwie Jazz kommt, aber zu dem Setting und zu der Handlung und so, das hat da einfach perfekt gepasst, weil ich habe mir dann nämlich, weil ich konnte mich nicht entscheiden, dann habe ich mir zum Beispiel auch nochmal einen, auch meiner Favoriten in diesem Genre angeschaut, History of Violence. Und da ist mir dann ein bisschen negativ aufgefallen, dass ich da die Musik nicht passend fand. Zu diesem düsteren, realistischen Setting, dann diesen Howard Shore Score, der mich teilweise so ein bisschen an so Herr der Ringe und irgendwie Fantasy und so ein bisschen ja, weltfremd irgendwie. Das hat mich dann da so ein bisschen gestört, weil ich, vielleicht ist es auch eine kreative, bewusste Entscheidung gewesen, dass es so ein bisschen Bruch hat. Aber hat mir nicht so gefallen. Und ich fand jetzt hier nur die Musik, fand ich dann auch so total cool. Das hat mir einfach auch nochmal Spaß gemacht. Und normal achte ich gar nicht so sehr auf die Musik. Nur, naja, wenn es mir sehr positiv auffällt, dann achte ich schon drauf. Und das war hier der Fall. Ja, hat aber auch immer ganz gut zur Person gepasst. Ja, genau. Ist so schön verschroben und genau. Ist doch ganz gut. Jetzt mal eine andere Frage. Kennt ihr eigentlich diese beiden etwas aktuelleren Verfilmungen? Die eine war, glaube ich, eine Netflix-Verfilmung, wo es um einen Autor von dem Comic-Magazin, Gott, wie hießen das? Nicht die Looney Tunes, ach ja, sondern so ähnlich. National Lampoon. Der, genau, National Lampoon. Ja, den Film habe ich schon zweimal gesehen. Der ist wirklich sehr gut, finde ich. Aber der hat A Failure Guest You. Der hat so einen ganz komischen Titel, den ich auf die Reihe bekomme. Ja, ja. Ja, aber ich habe ihn gesehen. Der ist wirklich gut, ja. Netflix letztes Jahr, glaube ich. Und dann gibt's ja noch einen dieser Don't Bother, He Can't Get Far on Feet, wo Joaquin Phoenix einen Comic-Strip-Zeichner, der vom Hals ab Don't Worry, ist. He Won't Get Far on Foot. Genau. Bei Amazon gibt's den, ja. Ja. Die waren beide, also die haben mich beide so ein bisschen an den American Splendor erinnert und jetzt dachte ich mir, vielleicht sind die irgendwie eine Hommage an den Harvey PK. Habe ich leider beide nicht. Ich will immer sagen. Also der Netflix-Film heißt übrigens im Deutschen eine dumme und nutzlose Geste. Der ist ja auch sehr tragisch dann am Ende eigentlich. Ja, das stimmt schon. Und er ist auch wesentlich mehr Hochglanz als Harvey Pika. Ja. Also der Film also so viel kann man glaube ich sagen, den Schönheitspreis dieser Ausgabe gewinnt der Film nicht. Ne? Nee, den gewinne ich. Das ist ganz klar. Das ist klar. Ja, obwohl, warte mal. Wir haben es ja eh sehr, sehr, sehr unterschiedlich ausgesucht, muss ich dann ganz ehrlich sagen. Weil ja, wir haben da einmal so Biopic. Und Biopic ist ja dann auch das, was Persepolis eigentlich ist. Mhm. Ja. Und dann kommt mein Hochglanz-Scheiß. Ja. Ja, Max, ne? Verschissen, weißt du selbst, ne? Ja, Gott, ich wähle hier noch um, wenn mir noch irgendein anderer Film einfällt. Nee, muss schon sein. Ich hatte auf jeden Fall sofort Lust. Ich kann ja auch gleich dazu sagen, ich habe American Splendor auch kein Heft zu Hause. Ich habe es öfter mal auf einer Comicmesse so ein bisschen durchgeblättert und so, aber war ein bisschen verwirrt, weil es gibt ja da eine fortlaufende Serie und dann gibt es noch diese einzelnen Graphic Novels, was du ja schon gesagt hast, dieses A Cancer Year und Our Film Year oder so. Und da habe ich irgendwie nicht den Durchblick gehabt und habe dann immer zurückgeschreckt, mir da was zu kaufen. Aber ich wollte mich jetzt da mal reinlesen und ja, freue mich schon drauf. Das freut mich tatsächlich, weil, wie gesagt, mir fehlt halt einfach diese Comic-Affinität. Ne? Also ich fand es schön, dass der Film da auch ganz deutlich Bezug zu nimmt und das damit auch immer wieder spielt. Aber wie gesagt, es hat mich halt nicht dazu bewogen, jetzt das Comic dann oder die Comics mal zu kaufen. Ich weiß noch, in der DVD, die ich habe, da war so ein kleines Booklet mit dabei, wo es halt so, ich glaube, es war ein Auszug aus My Cancer Years war es. Ja, was mir halt auch sehr gut gefallen hat an dem Film, ist halt so dieser, ich nenne es jetzt mal kreativer Prozess, weil du ja auch schon gesagt hast vorher, manchmal findet man sich da so ein bisschen wieder und so, wo er dann da sitzt und erstmal
diese zwei, so, sich so das Layout von der Seite aufs Papier malt und so, und dann malt er diese zwei Strichmännchen und schmeißt den Stift weg und dann erstmal so, keine Ahnung, keine Idee und so. Und das finde ich immer cool, weil da fühle ich mich, aber fühle ich mit sofort. Das fand ich sehr schön. Hm. Ey, du bist ja derjenige, der vom Fach ist. Von dem her. Du doch auch. Ja, aber ich musste noch nie irgendwelche Stories aneinander rein. Bei mir hört es nach Panel 1 immer auf. Also. Ja, das fand ich auch interessant. Ich wusste das gar nicht mehr. Also jetzt, wo ich es dann gesehen habe, war mir der Stil von Robert Crumb natürlich wieder ein Begriff und erkannte ich dann auch. Aber ich wusste jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, dass der das immer von verschiedenen Zeichnern hatte zeichnen lassen und selber überhaupt nicht zeichnen kann halt irgendwie. Das fand ich auch spannend. Ich fand es auch spannend, dass Robert Crumb, wo er sich dann dieses Skript durchliest, was halt nur aus Strichmännchen und Sprechblasen bestand, wirkt er zuerst so skeptisch und du denkst, er sagt jetzt, hau ab mit deinem Scheiß. Aber dass er dann dieses Potenzial darin erkennt und das dann in seinem krassen Stil halt umsetzt, das fand ich auch eine schöne Szene. Mhm. Dass er da das Potenzial drin sieht, in diesem wirren Gekritzel so ungefähr. Das fand ich schön. Ne, das hat er auch irgendwas sehr Französisches, finde ich. Aber damit hat er sich ja dann auch verglichen irgendwie. Er will ja weniger Hollywood machen, mehr den French-Film oder wie hat er es dann irgendwie gesagt? Ach komm, schöner Film. Also ich bin sehr froh, dass du ihn ausgesucht hast, Ich bin gerade auch ein bisschen euphorisch begeistert, dass ihr ihn so gut findet, weil wie gesagt, ich habe ihn anfangs vielen Leuten empfohlen. Also meine DVD, die ich habe, das ist ja schon die dritte mittlerweile, die ging halt im Freundeskreis rauf und runter und bei Bekannten und hier und wer bist du denn? Also nach dem Motto, hier auf der Straße, aber hier guck dir den Film an. Und ich muss gestehen, dass... Also mein Kollege, der Pascal von Mühlberg, Grüße, das war noch der ihn wirklich am positivsten also besprochen hat. Und alle anderen haben halt wirklich gesagt, dass sie diesen Film, teilweise habe ich gehört, er ist unerträglich. Hauptsächlich war immer halt der Kritikpunkt, weil der Harvey Pieker unsympathisch ist. Und komm. Ich muss halt gestehen, ich gebe da schon recht, das ist jetzt kein unbedingt sympathischer Geselle, aber ich sag mir halt immer, mir ist halt eine interessante Figur lieber als eine sympathische. Ja. Ja, ich habe den damals schon mal gesehen und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich ihn da fand. Ich fand ihn wahrscheinlich jetzt nicht so schlecht und ich weiß auch noch, dass ich ihn geschaut habe, weil ich irgendwann mal Sideways gesehen habe und da Paul Giamatti halt so gefeiert habe und dann habe ich geschaut, wo der noch mitspielt und dann habe ich halt den Film gesehen. Aber ich glaube, jetzt damals war ich vielleicht, obwohl Sideways ist ja auch eher so ruhig und ein bisschen schräg und so, deswegen habe ich da jetzt nicht nur Actionfilme geschaut, aber irgendwie hatte ich den jetzt echt nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich fand den jetzt wirklich sehr großartig, ja. Vielen Dank dafür. Ja, ja. Ja gut, das war's dann wohl mit American Splendor. Ich bin glücklich, damit war's es für mich. Tschüss. Okay, gut. Also Stu verlässt uns jetzt, dann sind nur noch Andi und ich da und wir sprechen über andere Filme. Nee, boah, wer von uns beiden macht denn die nächste Geburt? Was wäre denn jetzt der bessere Übergang? Jetzt du als Moderationsprofi, würdest du jetzt eher auf Road to Perdition oder auf... Also einen schönen Übergang kann man zu Persepolis natürlich machen, durch diesen biografischen Bezug, ne? Ja. Außerdem hättest du halt sagen können, ja okay, wir haben schon festgestellt, American Splendor ist der hässlichste Film. Kommen wir jetzt zum zweitschönsten, ja? Oder aber, um es ganz effizient zu machen, die meisten Leute, die das hier hören, die werden halt von den Film nur Road to Perdition kennen. Und wenn wir den jetzt halt schon abhandeln, dann bleiben die ja nicht dran. Weißt du? Stimmt, das Highlight zum Ende. Ja, du hast du auch recht. Ja, dann Persepolis. Mhm. Ein Schwarz-Weiß-Film. Fast, ja. Naja, komm, das ist ja wohl nicht. Persepolis ist ja der einzige Film, der so aussieht wie auf dem Papier. Ja, ich wusste zuerst auch nicht, aber zum Glück sind wir eine sehr freie Runde. Ich wusste jetzt nicht, ob wir uns auf Realfilme oder nicht und so fixiert haben, aber natürlich haben wir das nicht so streng gemacht. Helden sind keine drin und es ist ein Comic. Genau, also. Stimmt. Genau, und ich glaube, der kam 2007 raus, steht hier auf der DVD. Ist es dann auch das Erscheinungsjahr? Ja, genau. Er beruht auf dem gleichnamigen Comic von Marjan Satrapi. Ne? Den jeder kennt, weil er eine Frau ist. Nee, Entschuldigung. Oh Gott. Das schneiden wir nicht raus. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich damals über den Film gestolpert bin und über die Frau, weil ich habe den relativ früh gesehen. Das war, glaube ich, noch mal vor meiner Comic-
Comic-fixierten Zeit, wollte ich schon sagen, Comic-begeisterten Zeit. Aber irgendwie habe ich den mal im Regal gesehen und der Stil hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich mir gleich mal mitgenommen. Ja. Und wie schon gesagt, basiert er auch, ist auch ein biografischer, autobiografischer Comic und behandelt das Leben von Marjan Satrapi, die im Iran aufgewachsen ist. Und was ich auch noch ganz spannend fand, der hat eine Oscar-Nominierung für den besten Animationsfilm natürlich bekommen und gleichzeitig für den besten ausländischen Film. Das muss er auch erstmal schaffen. War das vor Waltz with Bashir? Ah, oder danach? Wann kam der? Vielleicht hatten die da zu dem, ja, das müsste eigentlich alles relativ im gleichen Zeitraum gewesen sein, oder? Ich würde also Waltz schätzen, dass Waltz with Bashir war früher. Ein Jahr später. Okay. Na gut, okay. Aber siehst du mal, da hat anscheinend die Jury. Wow. Ich kann ja mal kurz versuchen zu erklären, worum es geht. Ja, genau, geh mal ganz kurz. Ja, genau. Das wäre nicht verkehrt. Ja, ja, die kleine Marjan wächst im Iran auf, relativ behütet mit ihren Eltern, ihrer Großmutter. Und ja, es kommt zu diversen politischen Unruhen im Land. Und nach der islamischen Revolution, oh Gott, kommen wir später noch drauf, also mit dieser Politik im Iran in den 70er, 80er Jahren, wie gesagt, das ist nicht mein Fachgebiet. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen wiedergeben kann, aber so genau müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen. Na doch, ich will unbedingt ins Detail gehen. Also als Marjan 8 Jahre alt ist, die wohnt in Teheran und da wird halt der Machthaber, dieser Schah Mohammed Reza Pahlavi, hat in Exil geschickt. Genau, und alle hoffen... Die Islamische Republik wird ausgerufen. Ja, und alle hoffen zuerst auf einen Neustart, weil dieser Schah halt auch nicht so toll war für das Land. Aber es kommt nicht ganz so rosig, wie sie es vorgestellt haben. Und es werden wieder Revolutionen niedergeschlagen und Demonstrationen. Der Onkel kommt wieder ins Gefängnis und wird dann, glaube ich, sogar hingerichtet. Deswegen wird dann Marjan von ihren Eltern ins Exil sozusagen geschickt. Also sie soll dann in Wien studieren. Genau. Und so folgen wir dem Leben von Marjan. Und das fand ich, also viel mehr zur Story brauche ich jetzt gar nicht erzählen. Ich fand das auf jeden Fall, ich habe den Film lange nicht gesehen und er dauert ja nur 95 Minuten, aber ich fand das einfach total beeindruckend, wie man da so viel Info, also es ist ja zuerst sehr politisch und man lernt gefühlt 10 Jahre Geschichte eines Landes und dann schwenkt es um in so eine Coming-of-Age, total persönliche Geschichte. Du hast aber immer noch die Bezüge aus ihrer Heimat und so. Und da sind so viele Themen drin. Und das alles in 95 Minuten, aber ich fand den jetzt nicht überladen oder zu kurz, zu lang, keine Ahnung. Ich finde den Film einfach nur großartig. Ha, deswegen habe ich ihn ausgewählt. Ja. Ich finde den auch sehr wichtig, muss ich sagen. Also wahrscheinlich ist er von allen Filmen, die da sind, auch derjenige, den ich als größtes Bildungsgut von unseren dreien ansehen wird. Weil ich weiß noch, als ich den damals das erste Mal gesehen habe, müsste so 2009 gewesen sein. Da ist mir dann aufgefallen, wie wenig ich eigentlich über den Iran weiß. Ja, voll. Und ich habe den auch hier letztens mit einem Kumpel geschaut. Entschuldigung, wenn ich nochmal hier unterbreche, aber passt zum Thema, weil wir dann beide so da saßen und echt gemeint haben, so, boah, krass, ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen über den Iran lesen und die Geschichte so ein bisschen, was da genau im Detail passiert ist. Weil du hast ja diese Flashbacks, die auch so geil kreativ irgendwie und grafisch irgendwie gezeigt werden mit dem Schah und so weiter und dann auch, wie die Briten sich eingemischt haben oder dann ist dann irgendwann die Rede, die ist hier unterstützt den und den. Das wird zwar alles erwähnt und ich wusste danach jetzt nicht die genauen Hintergründe, welche Länder sich da schon wieder wo eingemischt haben und so, aber ich hatte dann echt Lust, das alles nochmal nachzulesen. Kam noch nicht dazu, deswegen bin ich jetzt dann noch nicht ganz so... Entschuldigung, Max, du wolltest was sagen. Nee, ich war ja schon fertig, von dem her. Ich fand es halt auch schön, weil, also mir geht's da genau wie euch, also ich weiß, Teheran ist Iran und dann hört mein Wissen über diesen Staat oder dieses Land auch schon auf. Und man verbindet ja immer automatisch mit irgendwelchen Ländern ja immer so Klischees, ja, fast schon assoziativ, also egal, vergiss das Wort. Und ich fand es hier halt sehr schön, dass diese Marjan, wie sie halt dargestellt wird, also sie trägt halt auch zwar Kopftuch, aber auch so eine Punkjacke teilweise, hört heimlich Hardrock und solche Sachen. Ich fand, dass dieser Film unglaublich viel dazu beigetragen hat, für mich doch mal mir klarzumachen, dass
dieses Nomen Iran, Iraner, dass sich dahinter auch Menschen verbergen. Ich finde, dass dieser Film unglaublich wichtig ist. Also definitiv der humanistisch, glaube ich, wichtigste Film, den wir heute vorstellen, ganz klar. Und dazu auch unglaublich schön. Also er wird ja wirklich nur in Schwarz-Weiß erzählt, wenn man so sagen will. Bis er ganz zum Schluss, wenn halt die Farbe reinkommt. Aber das waren wirklich ganz, ganz tolle Bilder. Ja, boah. Ja, vor allem so krass ikonische Bilder. Also ich habe den Film bestimmt jetzt seit irgendwie 10 Jahre nicht gesehen. Aber trotzdem konnte ich mich total an so einzelne Bilder erinnern. Zum Beispiel diese zwei Nonnen, die sie dann so einkesseln, wo sie dann halt irgendwie einen Michael Jackson Pin oder so einen Button irgendwie dran hat. Und wie diese zwei Nonnen wie so Schlangen über ihr so rumwuseln irgendwie. Das Bild ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Oder auch zum Beispiel dieses wo dann halt irgendwie die Aufstände niedergeschlagen werden, diese Soldaten mit den Gasmasken in dem Nebel, wo die Augen so weiß leuchten und so. Das sind so krasse Bilder drin irgendwie. Und vor allem, der Film ist unglaublich gut erzählt, fand ich. Also ich habe mir ja heute nochmal angeguckt. Ja, und ich hatte ihn davor auch schon mal gesehen. Ich glaube, als er auf DVD rauskam, also ist jetzt auch schon bestimmt über 10 Jahre her. Und ich fand, der war unglaublich gut erzählt. Du hast ja schon gesagt, der geht auf 95 Minuten und eigentlich passiert da auch unglaublich viel. Aber es wirkt trotzdem, also ich weiß nicht, ob jetzt der Begriff Kurzweil dazu passt, aber er wirkt wirklich, ja, er wirkt kurz. Und trotzdem auch sehr einnehmend, sehr spannend tatsächlich. Ja, und das, die Mischung eben aus politisch und persönlich fand ich eben so toll. Also du hast nach dem Film das Gefühl, du hättest, jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, irgendwie die Geschichte eines Landes und die Geschichte eines Mädchens irgendwie fast komplett erzählt bekommen irgendwie. Und halt, was ich auch noch cool fand, die Mischung aus den Genres, weil der Film ist halt echt sehr, sehr witzig. Also wenn du halt sie siehst, wie sie Eye of the Tiger singt oder sonstige komischen Sachen macht, Der ist auch wirklich sehr witzig. Oder auch, dass sie dieses Cartoonige auch in den Film mit reingebracht haben, wo sie da zum Beispiel erzählt, wie sich ihr Körper verändert, wo sie älter wird. Diese Szene ist ja auch mega witzig, wo die ihr dann so comichaft das Kinn größer wird, ins Auge und so. Solche Spielereien hast du drin, aber er ist teilweise auch unglaublich düster, finde ich. Nee, ich meine, das macht den Film ja auch irgendwie besonders, weil du hast auf der einen Seite, ich denke mir immer, dass der Film oder das wahrscheinlich Comic genauso, eigentlich wirklich diese Historie irgendwie erzählen will. Aber halt eben dieser kluge Schachzug, dass es anhand einer Coming-of-Age-Geschichte irgendwie erzählt wird. Und dadurch, dass du halt so einen persönlichen Bezug mit dieser Person aufbaust, finde ich, verinnerlichst du diese ganze historische Gewalt, die da dahinter steckt. Und ich meine, das ist ja wirklich kein einfaches Thema. Es ist jetzt, keine Ahnung, nicht so ein bisschen Larifari-Wiedervereinigung, sondern da hast du, keine Ahnung, ein ziemlich komplexes Staatssystem zwischen Religion und, ja, weiß gar nicht, ob da die westliche Orientierung war, ganz viel, also Kommunismus ist mit drin und so weiter und so fort. Ich meine, kann man auch trockener erzählen. Ja. Und vor allem ist es ein sehr hoffnungsvoller Film. Also es passieren ja wirklich schreckliche Dinge und diese Marjan muss ja auch viele Schicksalsschläge dadurch leiden. Aber es ist trotzdem ein Film, der immer wieder aufzeigt, dass es gibt halt doch Hoffnung und es gibt halt einen Grund oder Gründe für das Richtige zu kämpfen. Ohne das jetzt als, wie soll ich sagen, als Propaganda irgendwie zu verkaufen, ja. Als ich ihn heute geguckt habe, ich war sehr, 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 sehr angetan von dem Film. Ich hatte ihn sehr gut in Erinnerung, aber dass er mir so gut gefallen hat oder hat jetzt wieder hat, war ich schon überrascht. Hast du gut ausgesucht, Andi? Wie kam der eigentlich in der islamischen Welt an? Beziehungsweise doch sehr konservativ geprägten islamischen Staat. Ich habe bei dem Wikipedia-Artikel irgendwas gelesen, dass es da durchaus Aufstände gab, wo der im Fernsehen ausgestrahlt wurde oder so. Ah, okay. Aber hauptsächlich anscheinend wegen der Darstellung von Gott in dem Film stand da irgendwie. Okay, gut. Ja. Aber ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das sicherlich dem einen oder anderen wie nennen wir sie, Ayatollah vielleicht ein bisschen sauer aufstoßen könnte. Ja, er wurde, hier steht gerade, wegen iran-kritischer und islamfeindlicher Inhalte verboten, wurde dann wieder aufgehoben und in einer zensierten Version zur Verfügung gestellt. Ja. Na gut.
Naja, aber wie gesagt, was ich halt echt krass fand, also welche Szenen mir zum Beispiel auch, also diese schrecklichen Szenen aus dem Krieg, die dann ja durchaus jetzt halt nicht mega brutal sind oder so. Ich meine, da sterben dann Leute, aber es wird jetzt nicht brutal oder so. Aber welche Szene mich wirklich überrascht hat, weil das halt auch nur so angedeutet hat, wo sie dann eben in Wien abstürzt, weil sie dann halt auch persönliche Probleme hat mit Männern und so weiter und dann auf der Straße wohnen muss. Und dann gibt's diese Szene, wo sie irgendwie krank auf dem Boden liegt und dann siehst du nur diese zwei Schatten so auf sie zukommen und dann ist irgendwie wieder so Schnitt und dann siehst du sie am nächsten Tag im Zug oder so. Und keine Ahnung, wenn du das als Kind siehst oder so, dann denkst du wahrscheinlich, mei, was passiert da so? Aber da werden ja Sachen angedeutet, also dass sie dann irgendwie auf den Straßen von Wien vergewaltigt wurde und so Sachen. Also das fand ich schon heftig irgendwie. Ganz schön. Ist, glaube ich, auch ehrlich gesagt der erste Animationsfilm, bei dem mir auch so wirklich bewusst geworden ist, wie geil man erwachsene Geschichten halt mit Animation erzählen kann. Das spricht wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt für mich, dass ich sowas erst mit 28 festgestellt habe. Ja, aber ich fand diese Mischung halt eben wunderbar. Außerdem fand ich auch hier wieder die Musik, die Bilder hast du ja schon angesprochen, diese total schönen auch, wo die Oma, die ja auch so mega cool ist, also die mochte ich ja mit am liebsten, die sich immer die Melissenblüten in den Büstenhalter steckt oder so. Und wenn dann immer diese Melissenblüten durchs Bild fallen und so. Ich fand den so schön. Ein sehr schöner Film. Und wie sie dann auch immer zur Marjan sagt, dass sie doch ihre Heimat nicht verleugnen soll und so. Und lauter solche Sachen, die sie dann auch so durch den kompletten Film ziehen. Ach Gott. Ich höre jetzt auf. Nee, du hast du eigentlich von der Regisseurin noch irgendwie andere Filme mal gesehen? Weil die hat ja dann auf Realverfilmungen gesetzt. Ich habe jetzt diesen The Voices fand ich ziemlich scheiße. Nee, ich habe gar nichts mehr. Ich habe auf mal einen Comic von der in der Hand gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber habe ihn dann nicht zugegriffen, weil ich ja noch nicht mal Persepolis als Comic komplett gelesen hatte. Das habe ich jetzt nachgeholt. Aber dann habe ich sie so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe jetzt nur im Zuge dieser Recherche rausgefunden, dass sie letztes Jahr was hat sie nochmal? Eine Marie Curie-Verfilmung, glaube ich, gemacht Marie hat. Marie Curie, Element des Lebens mit Rosamund Pike, der eigentlich im Mai in Deutschland in die Kinos kommen sollte, aber jetzt ist natürlich erstmal wie alle anderen Filme verschoben wurde. Genau. Ja, direkt sogar wieder jetzt einen aktuellen Bezug hergestellt. Bravo. So bin ich, danke. Ja, den hätte ich mir jetzt eventuell mal aus Interesse angeschaut, aber sonst kenne ich von der netten Dame nichts. Ich habe diesen Huhn mit Flauben nochmal geguckt vor vielen Jahren, wo sie mit dem Regisseur, mit dem sie diesen Persepolis co-directed hat. Aber ich habe an Huhn mit Flauben keine Erinnerung mehr. Außer dass ich Flauben mag und Huhn. Oh, gut. ich habe diesen Voices mit Ryan Reynolds gesehen und der war eher so. In der Schule würde man halt wieder diesen Satz mit war bemüht, aber wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Ich habe auch noch einen großen Kritikpunkt, also jetzt, weil wir gerade so ein bisschen auf einer negativen Note hier enden wollen. Bitte, ich liebe es, auf negativen Noten zu enden. Mein größter Kritikpunkt ist, dass wo sie dann in einer schönen Szene über den Schulhof geht, wo diese ganzen finsteren Gestalten wie so Drogendealer rumstehen und dann die ganze Zeit so Tapes, so selbstgebrannte oder selbst überspielte Musiktapes irgendwie so verschachern wollen und dann immer so hier Michael Jackson, Pink Floyd, irgendwas. Und das fand ich schon eine coole Szene und dann sagt der Letzte so Iron Maiden. Und dann dachte ich, yes. Und dann geht sie nach Hause, legt das Tape auf und dann kommt nicht Iron Maiden, sondern irgend so eine ganz komische random Metal Band, was aber nicht mit Iron Maiden waren. Da war ich sehr enttäuscht. Du weißt aber schon, wie teuer diese Rechte sein könnte. Ja. Und Persepolis ist jetzt wirklich kein High-Budget-Film. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist vielleicht der Film, den wir ja jetzt in der Gruppe hier vorstellen, der das geringste Budget hatte. Ja. Also wirklich, also schämlich. In jeglicher Hinsicht fickt mein Film alle eure Filme. Also wenn wir jetzt Filmquartett machen würden und würden jetzt sagen Budget, dann würde dein Film also sowas von unsere Karten schlagen. Es ist, ja. Also was Star Power angeht, was Bekanntheitsgrad angeht, was Production Value angeht, ja, und sogar was Laufzeit angeht, siehst du mal. Ja, und auch was Corona-Erkrankungen angeht. Stimmt. Oha. Und Bonddarsteller auch. Ja, dann kommen wir doch da gleich mal dazu. Gute Überleitung. Ja, siehst du. Road to Perdition, ja, 2002 lese ich hier
Und warte mal, mit 117 Minuten bin ich schon am längsten, oder wie? Ja, also meiner geht, glaube ich, so 105 und Andi seiner gegen 95. Ich dachte mir ehrlich gesagt, dass das Road to Perdition ein bisschen länger gewesen wäre. Und dann ist deiner auch noch ab 16. Liegt aber wahrscheinlich an dem Tempo, in dem er erzählt wird. Jetzt stell dir, das ist der erste Film von Sam Mendes nach American Beauty gewesen, oder? Und ja, jetzt setze ich mich in die Nessel. Und ich glaube, dass er auch deswegen keine Oscars abgeräumt hat, Road to Perdition. Doch, hat er schon. Weil, wo denn? Der hat, das habe ich nämlich vorher noch gelesen, Conrad Hall hat für Cinematography hat posthum noch einen Oscar gekriegt, anscheinend. Hä? Für die beste Kamera. Hä? Aber, naja, gut, okay. Das kannst du ja dann, wenn ich mit den kleinen Handlungsfakten fertig bin. Da können wir mal gucken, was das ist. Ja, aber ihr kennt ihn alle, oder? Und liebt ihn. Road to Perdition. Ja. Ich habe ihn damals halt geguckt, als er auf DVD rauskam und habe ihn jetzt heute zum zweiten Mal gesehen. Ich glaube, ich habe ihn schon 6 oder 7 Mal gesehen. Ich habe ihn auch schon sehr oft gesehen, wahrscheinlich so irgendwo dazwischen. 4, 5 Mal, würde ich vielleicht sagen. Aber ich habe ihn jetzt auch nicht mehr aufgefrischt, deswegen muss ich mal ganz kurz meine Augen schließen, und damit ich die Handlung mir nochmal vor Augen führe. Aber es ist ein Film, also was mir als erstes in Erinnerung bleibt und ist, dass Tom Hanks ja gefühlt seine erste Rolle als, wie könnte man das nennen, harter Kerl? Also kein Tom Hanks typischer Everybody's Darling. Ja. Ja, also ich finde schon, dass es ist schon eine Tom Hanks Figur, mit dem Unterschied, er ist halt Auftragskiller. Ja, gut. Wie vermischt man das? Ja. Meine Mama sagt immer, schieß ihn in den Kopf, dann hast du weniger Schwierigkeiten. Ja. Und es geht auf jeden Fall darum, nur so als Kurzzusammenfassung, dass Tom Hanks ja ein Auftragskiller in den 30er Jahren oder in den Anfangs 30er Jahren in, wo sind wir, in der Gegend um Chicago spielt. Und eines Tages ist er halt praktisch auf Arbeit, würde man jetzt sagen, und muss halt jemanden töten. Und da sein Sohn, Michael Jr., kriegt halt diesen Auftragsmord mit. Und der Typ, mit dem Tom Hanks als Michael Senior immer unterwegs ist, wird von Daniel Craig gespielt. Gott, ich weiß die ganzen Namen nicht mehr. Daniel Craig heißt Connor Rooney. Connor Rooney, genau. Rooney ist der Nachname. Genau. Und ja, der fand das natürlich nicht so toll, dass der Kleine das irgendwie mitbekommen hat. Und im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass Daniel Craigs Figur über einen Hinterhalt mehr. Darf ich ganz kurz, Entschuldigung, er heißt ja nicht Craig. Craig ist eine Droge, er ist Craig. Bei mir heißt er Daniel Craig, ich meine auch die Droge. Ich meine Daniel Craig mit CK. Craig. Okay. Und Tom Heroin. Ja. Ich ihn halt James Bond. Ist dir meine Aussprache von James Bond genehm? Lass ich durchgehen, ja. Okay, auf jeden Fall, jetzt hast du mich gut rausgebracht. Hey. Daniel Craig? Lässt dann mehr oder weniger Tom Hanksons Familie umbringen, bloß blöderweise den falschen Sohn. Und naja, was heißt das, dann ab dem Zeitpunkt auf dem Rachefeldzug. Es ist ein bisschen verschoben, weil nämlich dann Tom Hanks sich natürlich an den Mördern seiner Familie rächen will und die Mafia aber trotzdem versuchen will, diese Geschichte irgendwie zu vertuschen, und setzt dann ihrerseits den von Jude Law höchst brillant dargestellten perversen Fotografen, Auftragskiller, auf Tom Hanks ab, der ihn dann wiederum töten will. Und so haben wir ein schönes Katz-Jagd-Maus-Jagd-Hund-Jagd Wellensittich-Spiel. Und das alles schön im Film Noir. Also, wer den Film nicht kennen sollte, der sollte ihn sich auf jeden Fall angucken, denn
Das, finde ich, gehört auch schon zur Bildung für Mafia-Filme. Was ich ja bei der Zweitsichtung jetzt wieder bemerkt habe, was ich total vergessen habe, dass Daniel Craig ja die Familie selbst umbringt, ohne das Wissen seines Vaters, gespielt von Paul Newman. Der hat es ja gar nicht angeordnet. Das hatte ich ganz anders da, also abgespeichert. Das gibt der ganzen ja nochmal eine extra Tragik, weil dieser John Rooney, also Paul Newmans Figur, also das Gangster-Oberhaupt, der Big Boss, ja eigentlich das gar nicht wollte. Es geht ja, wenn man so will, um so zwei Vater-Sohn-Dynamiken. Einmal hat die zwischen von hier Michael Sullivan und seinem Sohn, der Michael Jr. heißt, und einmal halt zwischen John Rooney und Connor Rooney. Weil Tom Hanks ja sein mehr oder weniger Ziehsohn ist und er ihn fast mehr als seinen Sohn sieht als Daniel Craig, also seinen eigenen Sohn. Da gibt es ja auch diese wunderschöne Szene, wo am Anfang ist, glaube ich, irgendeine Beerdigung von irgendwem, wo dann Paul Newman mit Tom Hanks am Klavier zusammenspielen und man im Hintergrund schon Daniel Craig sieht, wie er so neidisch und angepisst dann weggeht irgendwie. Das ist so eine geile Szene in diesem Film. Ich habe ihn jetzt auch nicht nochmal aufgefrischt, aber ich kenne den Film, glaube ich, fast in- und auswendig. Ich habe damals bei der Erstsichtung kein bisschen kapiert. Und erst so beim zweiten Mal, das ist so ein Film, den kann man gut ein zweites Mal ansehen, finde ich. Also, ja, hilft zumindest bei dieser ganzen, ich meine, die Sache, die Stu gerade angesprochen hat mit der Vater-Sohn-Dynamik, die finde ich eigentlich das beherrschende Thema. Da geht es gar nicht so viel um Mafia. Und na gut, es geht um Mafia, aber genauso wenig geht es in 1917 um den Ersten Weltkrieg. Oder das ist auch sehr schön, wie Tom Hanks da den spielt, weil der doch am Anfang auch, einerseits macht er sich so, doch sehr gut als Sohn von diesem Paul Newman, der nicht mal sein echter Vater ist, aber als Vater macht er sich eigentlich nicht so gut. Also er ist ja sehr distanziert und irgendwie auch sehr streng und irgendwie, ist er jetzt nicht so der liebevollste Vater anfangs. Du meinst jetzt zu seinen Michael, Söhnen, genau. Michael Jr. Ja, da kommt er mir. Ja, doch stimmt. Er mag, glaube ich, nämlich auch eigentlich den Jüngeren lieber, glaube ich, oder? Wird das nicht auch mal erwähnt? Also es erinnert, also vom Vater-Sohn-Verhältnis erinnert mich das total immer an einen meiner Lieblingsfilmfiguren, There Will Be Blood. Diese Vater-Sohn-Beziehung ist, finde ich, relativ ähnlich. Oder? Ich würde sagen, dass Daniel Plainview nochmal eine ganz andere Figur ist. Ich glaube schon, dass dieser Michael Sullivan in Road to Perdition schon Gefühle hat, auch für seine Kinder, aber einfach eine distanziertere Figur ist. Aber es gibt da schon durchaus Parallelen, das stimmt. Ja, ich denke mir immer, ob Daniel Plainview nicht, ja gut, okay, das ist immer so ein Ding. Ab wann durften Männer eigentlich über ihre Gefühle reden? 4. März. Wann durften die eigentlich auch emotionale Väter werden? Also was mir immer als erstes bei diesem Film einfällt, ist einfach, sind einzelne großartige Szenen, die mit zu meinen Lieblingsszenen in der Filmgeschichte zählen. Ihr wisst wahrscheinlich. Lass mal raus, weil ich habe da auch. Aber wahrscheinlich ist es die gleiche. Ja, die eine, die unangefochten wahrscheinlich, also wo halt dann irgendwann, ich meine, wir spoilern hier ja alles weg, die Filme sind ja uralt, selber schuld, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich schätze nur. Aber wo dann Tom Hanks endlich auf hier Paul Newman trifft, in der schönsten Szene überhaupt, wo die Musik angeht, alle anderen Geräusche ausgehen und er in einer wunderschönen Kamerafahrt die ganzen Securities, also die ganzen Bodyguards von dem alternden Mafia-Boss abknallt und ihm dann gegenübersteht. Alter, das ist eine schöne Szene. Ich mag auch die Einführung von Jude Law ganz gern. Ja, stimmt. Da muss ich immer dran denken, bei den Szenen fällt mir dann immer lustigerweise ein, ach, das war ja eine Comic-Verfilmung. Ich habe den Comic nicht gelesen. Ich wollte ihn mir immer mal bestellen oder irgendwo holen, aber ich habe den Comic nie gelesen. Und bei dem Charakter denke ich immer, da kommt es mir wieder so, ah, das war ein Comic. Weil den kann ich mir am besten in so einem Comic vorstellen. Der ist so ein bisschen so eine Comic-Figur. Weil der halt so weird ist. Der ist ja schon fast wie so ein James Bond. Ja, Sin City nicht genommen. Ja. Ein bisschen was von so einem Sin City Charakter. Oder so ein Bond Bösewicht. Oder so ein Sin City Charakter. Ach, ihr habt mich schon gehört beim ersten Mal. Okay, sorry.
Ich dachte, das ging unter. Was ich auch eine unglaublich schöne Szene finde, wo dann der Alternde, ich glaube, der ist dann schon tot und dann gibt es sozusagen keinen Grund mehr, weil Stanley Tucci ist ja auch dabei, als irgendwie noch so ein anderer Handlanger, der auch so ein bisschen die Mafia überschaut. Ach stimmt, ja genau. Der ist ja der, bei dem Jude Law dann bestellt wird, oder? Frank Nitti heißt seine Figur. Das kann sein, genau. Frank Nitti war ja wirklich ein existierender Chef dieser Cosa Nostra. Hm. Ah, genau. Was du alles weißt. Ich hatte einen Wikipedia-Artikel vor mir. Ach, du gibst doch zu, du bist doch auch Mitglied. Naja, auf jeden Fall finde ich diese Szene sehr schön, wo dann halt sozusagen der Schutz vor diesem Sohn, den ja eigentlich eh keiner mag, also Daniel Craig, den mag ja eh keiner, weil er so ein aufbrausender, unprofessioneller Vollarsch ist irgendwie. Aber er wird halt immer geschützt, weil sein Vater halt der Oberboss ist, aber nachdem der dann tot ist und alle Gründe wegfallen, warum dieser blöde Sohn eigentlich noch existieren soll, wo dann halt einfach Tom Hanks mehr oder weniger in sein Zimmer gelassen wird und ihm alle die Tür aufmachen, so ja, bring den um, keiner will den. Das finde ich so eine geile Szene, wo er dann ohne Gegenwehr da reinspaziert und den Typen in der Badewanne killt oder so. Ich weiß nicht mehr, Badewanne? Ja, glaub schon. Badewanne, ja. Badezimmer. Ach ja. Daniel Craig. Ja, das fand ich auch witzig. Ich glaube, das war der erste Film, den ich gesehen habe mit ihm. Und ich glaube auch der letzte, bevor ich dann James Bond gesehen habe. Also hatte ich dann das Bild aus dem Film im Kopf, wo es hieß, der spielt jetzt James Bond. Deswegen war ich auch anfangs ein bisschen skeptisch. So, dieser komische, der sieht da ja auch so ein bisschen krank aus irgendwie. Und so ein bisschen. Ja, er lacht halt immer, ne? Ja, und so eklig, schleimig. Ja, aber das waren wahrscheinlich die Zeiten, wo er mit Heike Makatsch zusammen war. What? Okay. Okay. Ja, jetzt Gossip-Max raus. Mal, jetzt habe ich auch Wikipedia geöffnet. Nach der Scheidung war er von 1996 bis 2004 Lebensgefährte der deutschen Schauspielerin Heike Makatsch. Nicht schlecht. Was das jetzt für ihn als, wie heißt der, Rooney Heinz. Connor Rooney, ich werde es mir nie merken können. Was das bedeutet, wissen wir nicht. Der Film hat ja auch durchaus dann, das fand ich auch nochmal ganz schön, also ich habe ihn jetzt auch von nicht so allzu langer Zeit gesehen, aber obwohl er so düster und melancholisch ist und so, hat er dann doch zwischendurch auch schöne, lockere Momente, also wo dann irgendwie eben Tom Hanks mit seinem Sohn dann irgendwie die Banken der Mafia räumt, glaube ich, wo dann irgendwie der Sohn dann irgendwie das Autofahren lernen soll und so, da gibt's ja durchaus auch sehr heitere Momente. Und das hat mich dann auch von der Musik natürlich, weil ich glaube, das ist doch auch hier Thomas Newman? Ja. Also auch hier Shawshank Redemption hat mich von der Mucke sehr an den Film erinnert, der dann auch teilweise zwischendurch schön von der Musik untermalt, diese kurzen, heiteren Momente hat. Das fand ich sehr schön. Ich mag den Look so gern. Ja. Ich mag den echt sehr, sehr gern, diesen Look. Deswegen habe ich vorher nochmal den Kameramann nachgeschaut, weil mittlerweile ist ja der Stammkameramann, glaube ich zumindest, also zumindest bei Skyfall und 1917 hier Roger Deakins. Und dann dachte ich natürlich gleich, weil dieser Film hier Road to Perdition auch so großartig aussieht. Ich bin jetzt kein großer Kenner und kenne jetzt nicht die einzelnen Stilmittel von den Leuten oder so. Ich dachte nur, hey, der Film sieht Hammer aus. Wahrscheinlich war das auch Roger Deakins. Und deswegen habe ich dann extra nochmal geschaut und gesehen, dass es eben Conrad L. Hall war. Dann dachte ich zuerst, hä, wer ist der Typ? Und dann habe ich den Wikipedia-Artikel gelesen und es ist einer der wenigen Kameramänner, die sogar einen Stern auf dem Walk of Fame haben und der, glaube ich, schon 10 Oscar-Nominierungen hat und eben 3 davon auch bekommen hat, unter anderem eben für Road to Perdition. Ja, und dann 3 Jahre vorher für American Beauty und dann lange Pause und 1971 hat er dann für 2 Banditen den bekommen, meine ich. Und das weiß ich sogar und Wikipedia. Bam, jetzt ihr. Bam, bam, bam. Okay, ich kenne ihn nicht. Ich kann den vorher auch nicht. Auf jeden Fall hat dann sein Sohn 2002 den Oscar entgegengenommen, weil er dann mittlerweile nach den Dreharbeiten verstorben ist. Okay, war der jetzt schon älter oder wie oder was? Naja, wenn er seinen ersten Oscar 71 bekommen hat, Max, was glaubst du? Ja, ich bin so schlecht in Rechnen. Also er ist 1926 geboren. Ah, oh Mann, was ihr alles wisst.
wahrscheinlich auch wieder Wikipedia, oder? Ja, genau. Natürlich. Nö, ich hab's immer bei mir liegen. Ah Mann, ja, aber ich weiß gar nicht, was das jetzt raus wollte mit dem Look. Also er hat diesen Film mit 77 Jahren. Ich kann mich bei meiner Erstsichtung doch dran erinnern, da gab's doch, oder da gibt's ja diese Szene zwischen den, oh Gott, waren's Häuserschluchten? Nee. Wo sie da in diesen verlassenen Wohnungen irgendwie sich gegenseitig auflauern. Wie war das mit dem Fotografen? Mensch, ja, ja, genau. Ich hätte mir vielleicht vorher nochmal anschauen sollen, bevor ich ihn hier, das so als mein Lieblingsfilm großspurig. Ja, da schießt er, glaube ich, doch Jude Law diese Glasscherben ins Gesicht, oder wie war das? Genau, ja, ja, ja. Und ich weiß nur, wie faszinierend ich das fand, weil, also da ist mir, glaube ich, das erste Mal bewusst geworden, wie wichtig Set-Design ist. Weil in vielen anderen Filmen sieht sowas ja immer sehr, sehr kulissig aus. Und ja, in dem Fall ist egal. Egal. Nö, ist schon... Guter Punkt. Ja, ich muss leider etwas gestehen. Was denn? Und ich sage ja im Podcast eigentlich immer, ich muss gestehen, aber jetzt muss ich wirklich was gestehen. Ich finde den gut, aber ich finde ihn nicht so gut. Dann erklär mal, warum. Ich habe den bei der Erstsichtung halt auch so abgespeichert, gut, also wirklich guter Film, aber jetzt nicht so herausragend, wie ihn alle gemacht haben. Und war halt echt jetzt gespannt bei der Zweitsichtung, wie ich ihn finde. Und dachte schon, okay, jetzt kannst du dich freuen, jetzt siehst du halt wirklich dieses Meisterwerk, von dem viele reden. Und ich habe ihn auch wertungstechnisch echt aufgewertet. Aber es gibt einfach also ein paar Sachen, die mich gestört haben, aber die verhindert haben, dass ich so in den Film reingefunden habe. Und tatsächlich ist das eine Sache, die mich nicht gestört hat, aber die ich schwierig finde, ich finde, die Optik ist mir zu poliert. Echt? Ja, die ist mir zu poliert für diese emotionale Geschichte. Und der größte Kritikpunkt, den ich habe, und ich wiederhole nochmal, es ist ein guter Film. Also es ist wirklich ein guter Film. Du musst nicht mehr ja, Eventualitäten. Ich möchte keine Gefühle hier verletzen, weil ich jetzt eh wahrscheinlich wieder Arsch da stehe. Aber ich fand Jude Laws Figur absolut unpassend. Ich weiß gar nicht, wer von euch beiden Nasen das war, der ihn als Sin City Figur beschrieben hat. Und dass da, der das passt war halt, wohl ich. Ja, der passt in Sin City, finde ich, besser rein wie in dieser Geschichte. Ja. Ich fand diesen perversen Fotografen, diesen McGuire, ich fand einfach, der hat mich wirklich gestört. Es tut mir leid. Aber vielleicht mag ich ja genau das. Ja, ich glaube, das ist Geschmackssache. Das habe ich ja vorher schon auch gemeint, dass ich da dann auch immer, wo der dann auftaucht, immer daran erinnert werde, dass es eventuell sich um eine Comic-Verfilmung handelt und ich dann. Ja, genau. Vielleicht reißt er mich auch ein bisschen raus, aber ich weiß genau, was du meinst, glaube ich. Aber ich fand es auch. Also ich würd dir definitiv zustimmen, dass in einem homogenen Film, der keine Ahnung, relativ nah an der Realistik des Anfangs 30er Jahre Chicago Mafiosotums, oh, jetzt muss ich Luft holen, sich daran orientieren will, da würde er definitiv nicht passen. Nee. Ich würde es gar nicht mal so sehr am Zeitkolorit festmachen, sondern einfach an der schnell wehten Vater-Sohn-Dynamik, die im Fokus steht, die ja wirklich sehr stark ist. Und ich glaube einfach, dass so eine Figur hätte es nicht gebraucht. Also klar, dass sie einen Jäger haben, das ist schon gut, aber vielleicht einfach eine Spur, ich sag mal, gesetzter, bisschen dezenter, reduzierter und nicht so einen perversen Psycho. Hatte Jude Law eigentlich damals so seine Hochphase? Das war, glaube ich, gerade die Zeit, wo er groß rausgekommen ist. Vielleicht war es ja deswegen. Ja, also ich fand ihn auf jeden Fall witzig, da zu sehen halt. Aber ich weiß auch, was du meinst da. Also wir kennen ja alle die Comics nicht, ne? Mhm. Werde ich nachholen. Beziehungsweise den Comic? Nee, es sind schon, also ich glaube, ist es nicht irgendwie so eine Graphic Novel-Reihe? Da in dieser, oh Gott, in dieser Comic-Historie. Tut mir leid, kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Ich kann da jetzt auch leider keinen schlauen Info geben. Na komm, sag doch irgendwas Schlaues. Okay, es ist eine Graphic Novel. Warte. Wir hören dich tippen. Shit, Mann. Von Max Allen Collins. Ja, der hat einen schönen Vornamen. Ja, ist auf jeden Fall eine Serie. Bei von DC Comics. Okay, gut, dann sage ich jetzt meinen Abschlusssatz. Auf den Plakaten sieht Paul Newman aus wie ein gealterter Woody Harrelson.
Ja, und das war's von uns dreien. Heute zum Thema Comics, die... Ich hatte noch einen Punkt. Los. Ja, weil wir doch jedes Mal auf einer negativen Note enden wollten. Was mich anfangs immer gestört hat, das hat mich jetzt nicht mehr so gestört, weil ich mich einfach so auf den Film gefreut habe, aber ich war immer ein bisschen genervt von dieser Motivation von dem Vater dann, also von Paul Newman, dass der dann irgendwann umschwenkt und sein Okay gibt, dass man jetzt Tom Hanks umbringen lässt. Da dachte ich mir mal, was soll denn der Quatsch? Der ist jetzt auf der Flucht und der will untertauchen und macht sonst irgendwas, keine Ahnung. Und dann, wenn er eh schon genervt ist von Daniel Craig und so, wieso will er den dann auch umbringen lassen? Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Ja, aber würdest du deinen eigenen Sohn? Nee, er muss ja nicht Daniel Craig umbringen. Er muss ja nur dem sagen, hey, jetzt halt mal die Füße still. Der Typ taucht jetzt unter und soll halt mit seinem Sohn sonst wo leben. Und chillt euch mal alle ein bisschen. Es war jetzt alles scheiße gelaufen, aber... Ja, aber ich glaube, dass das... Ich meine, er ist ja... Dieser Michael ist ja für diesen... Ist ja so ein Ersatzsohn, ja. Und ich glaube, dass er den gut genug kennt, um zu wissen, dass der wahrscheinlich nicht die Füße stillhalten wird. Ja. Er versucht's ja auch. Ich meine, die bieten ihm doch irgendwie $25.000 an und nochmal eine extra Kohle, wenn er halt sich eine Zeit lang einfach verpisst hat nach Irland. Und Tom Hanks erschießt ja diesen... Überbringer dieser Botschaft. Okay. Ich glaube, das ist ein relativ gutes Zeichen dafür, dass dieser Michael Sullivan nicht ruhen wird, bevor hier Connor und der Papa unter der Erde liegen. Überzeugt. Oh. Danke. Ja, jetzt muss ich mir den tatsächlich dann direkt nochmal angucken, ob Jude Law mich jetzt auch nerven würde. Sollen wir eigentlich noch eine Wertung zum Schluss? Jetzt, wo ich ja offizieller Filmkritiker bin. Was? Sollen wir eigentlich noch eine Wertung zum Schluss raushauen, wie wir es hier immer so machen? Was? Zum Podcast? Zum Podcast? Ich gebe unserem Podcast 3 von 5 Sternen. Nee, können wir gerne zu jedem einzelnen Film machen. Da würde ich sagen, ich habe angefangen, dann dürft ihr jetzt vergeben 0 bis 5 Jellybeans. Wir jetzt zu American Splendor? Ja. Gott. Also ich würde dem fast sogar schon 4 geben. Ich gebe 4,5 Pineapple Jelly Beans. Ich gebe natürlich 5 Jelly Beans. Du musst 5 geben. Ja, ich weiß aber jetzt nicht, welche Geschmacksrichtung. Da müsste ich die vorher noch probieren. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich da abziehe. Keine Ahnung. Eigentlich nur, dass ich halt noch Luft nach oben habe. Gut. Denn für Persepolis vergebe ich von 5 Melissenblüten natürlich 5. Und was ihr? Ich gebe auch 4. Auch 4? Ja. Gut, aber ich gebe Road to Perdition, gebe ich keine 5. Oh. Ich mag den zwar super gern. Aber was unter gibst du denn? Dem, 0 bis 5, was gibst du ihm? Das muss doch was bringen. 0 bis 5 Tommy Guns. Okay. Ich wäre ja für Cracksüchtig, aber okay. Ha, 0 bis 5 Glasscherben in der Fresse. Nee, ich gebe ihm auch 4. Ich würde 4,5 geben, weil ich schaue mir den immer sehr, sehr gerne an. Und ich gebe 3,5. Okay. Warum haben wir die Filme jetzt eigentlich bewertet? Weil dieser Podcast macht einfach so viel Spaß und wir wollen einfach uns nicht trennen. Ich glaube, das ist der Grund. Ja, aber da müssen wir jetzt dann auch Empfehlungen. Ich empfehle den Film an jeden, der Filme mag. Gott, was für eine gute Empfehlung. Was hatten wir eigentlich noch, was gäbe es denn noch in dem Genre? Ich habe ja schon angesprochen, History of Violence war auf meiner Liste auch noch ganz weit oben. Du hast ja noch Sin City angesprochen. Was gibt es denn noch so in die Richtung? Ghost World. Oh, sag mir was, kenne ich nicht. Mit der jungen Scarlett Johansson und Steve Buscemi. Ein sehr toller Film. Ja. Stimmt. Der hat aber auch so einen typischen End-90er-Look, oder? Kann ich jetzt nicht unterschreiben, es ist halt schon lange her, dass ich ihn gesehen habe. So mit Bootcut-Hosen und bauchfreien. Ja, so, ja, das stimmt. Ja. Der ist schon egal. From Hell gäb's ja noch, den fand ich damals auch sehr gut, den wollte ich nochmal schauen, irgendwie, aber der wird jetzt nicht in der Liga mitspielen, glaube ich. Aber ich fand den auch nicht schlecht. Der wird komischerweise, also wenn wir jetzt hier bei den Honorable Mentions sind, habe ich das richtig ausgesprochen, Stu?
Keine Ahnung, ich habe dir nicht zugehört. Na, egal. dann muss ich sagen, den From Hell, den mochte ich von Sichtung zu Sichtung mehr. Okay. Ich mag halt diesen, wie heißt nochmal der kleine Hobbit, der ihn spielt, den Bösen? Jack the Ripper? Ian Holm. Ja, das, ich mochte das schon sehr gerne, wie er da von netten Sekretär zu pure Evil switcht. Das finde ich schon ganz geil. Der größte Fehler an dem Film ist eigentlich, wenn man ihn sich jetzt anguckt, ist, dass Johnny Depp mitspielt. Johnny Depp ist... Ich glaube ehrlich gesagt, dass das mich auch immer ein bisschen, obwohl ich jetzt nicht wirklich viel gegen den habe, aber ich habe, glaube ich, wegen ihm immer jetzt gerade keine Lust, den Film zu sehen. Ja, ja. Geht mir genauso gut. Da sind wir ja einer Meinung. Was gibt es noch für Filme? Blau ist eine warme Farbe. Oh, da habe ich mir, den wollte ich auf jeden Fall schauen. Den wollte ich mir jetzt eigentlich vor dem Ding noch anschauen, weil ich schon so viel Gutes davon gehört habe. Und von dem habe ich dann wirklich jetzt auch mal den Comic gelesen, bevor ich den Film gesehen habe. Und das hat mich jetzt schon angefixt. Also das war wirklich ein sehr guter Comic. Ansonsten bin ich da gar nicht so bewandert. Wollt ihr V wie Vendetta auch dazu zählen? Weil ich finde ja, dass dieser V schon so leichte Anwandlung eines Superhelden hat. Ja, ich meine, der kann halt Sachen in die Luft sprengen. Ja, das kann ich auch. Die, ja, aber so in der Art kriegst du es nicht hin. Also doch, also den finde ich schon sehr, also der ist für mich so die Grenze zum Superhelden. Mhm. Ja. Den mochte ich ja auch immer sehr gerne eigentlich, bloß ist es halt bei dem jetzt auch schon wieder schwierig, wenn du halt natürlich die Vorlage kennst, dann fand ich den von der Ästhetik und von der Stimmung dann doch so ein bisschen zu Matrix-mäßig an manchen Stellen. Genau. Das hat mir dann nicht so gut gefallen. Aber kam der nicht eh in dem Fahrwasser von Matrix irgendwie dann raus? Ist der nicht sogar von... Also die Wachowskis haben ihn produziert. Ah, okay. Ja, da war irgendeine Verbindung. Ja, aber ich mag den trotzdem noch nach wie vor eigentlich sehr gerne. Oh, was auch ein Comic ist, wie ich herausgefunden habe, ist ein Film, den ich sehr mag, nämlich Art School Confidential. Der ist auch sehr schön. Okay. Vom selben Regisseur übrigens wie Ghost World. Aha, okay. Sagt mir gar nichts. Na. Art School Confidential. Ja. Was ist denn eigentlich so die neueste Comic-Verfilmung ohne Superhelden? Endzeit von Olivia Viehweg. Ja gut, das sind aber, das sind dann, da ist ja Fantasy-Gedöns mit dabei, oder? Ach so, stimmt, ja, Zombies. Zählt nicht, oder? Okay. Nee, zählt nicht. Aber ausgeschlossen. Muss aber, jetzt die Finger auf die Platte legen, damit ich mit dem Rohrstock draufhauen kann. Okay. Aber was wir vielleicht hier nochmal ansprechen könnten zum Thema Comics, der Andi ist ja selber Comic-Künstler. Mhm. Und du kannst doch jetzt einen Preis gewinnen, oder? Oh, stimmt. Ach, stimmt. Ja, es gibt den Vorentscheid zum Max und Moritz Publikumspreis. Und da haben wir es reingeschafft in die zweite Runde. Und da kann man jetzt nochmal abstimmen. Und ich mag ja solche Publikumsvotings überhaupt nicht, weil man sich da meistens noch für irgendwie seine Seele verkaufen muss, dass man abstimmen kann und so. So gut in Eigenwerbung. Ja, wirklich, super. Seine Kontodaten angeben und so. Aber hier musst du wirklich nur zweimal klicken und schon hast du mir einen Gefallen getan. Also für alle, die Andi einen Gefallen tun. Das ist sehr einfach. Ich würd den Andi einfach, gerne als zu tun. Die klicken ich würde den Andi gerne mal so als Teleshop-Verkäufer sehen. Das hier ist zwar nur 3 von 5, aber Preis-Leistung passt. Du musst nur 2 Sachen auspacken. Dann kommst du an deinen Granatapfelschäl-Löffel. Ja, wir können ja auf jeden Fall noch einen kleinen Teaser. Schau, ich bin einfach ein sehr guter Verkaufs... Ja, du bist... mach doch mal. Verkauf doch mal diese Sendung. Ich verkaufe jetzt... mal schauen, ob wir es in eine zweite Folge schaffen. Genau, ich preise jetzt unseren nächsten Podcast an, denn der Stu hat sich ja diesmal ein Thema gewünscht und jetzt fehlen ja noch 2 Themen. Und deswegen dürfen jetzt Max und ich uns auch noch ein Genre aussuchen, zu dem wir dann das nächste Mal euch tolle Tipps mit Stu, Max und mir präsentieren werden. Und wollen wir vielleicht schon mal ein Thema anteasern oder haben wir die schon festgelegt? Naja, ich habe zumindest mal meins in den Chat geworfen. Aber ich weiß nicht, ist es dann das Nächste? Wenn du an dem Thema festhalten willst, können wir das gerne machen. Halte fest, ja, mir wird dann nichts Besseres einfallen. Dann verlese doch mal dein Wunschgenre. Filme mit Fischen. Nee. ich gehe mal in Fisch Comes Wonder. Free Willy.
Nee, und zwar ist das Thema Realverfilmungen Realverfilmungen von Alles wird nicht geschnitten. Nein, Realverfilmungen von Märchen oder Sagen oder Filme, die einen Bezug zu Märchen oder Sagen haben. Ja. Sehr schön. Ja, wird super. Ich habe keine Ahnung, was ich da nehmen soll. Aber ich liebe das, die Challenge. Ja. Nicht so ein, machst es dir nicht so einfach wie der Stu, der das Thema anhand eines Lieblingsfilms von sich einfach ausgewählt hat. So, ja, faule Sau. Ja, da, keine Ahnung, was wäre denn überhaupt mein Lieblingsfilm? Da müsste ich Serienkillerfilme nehmen, doch. Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr Genrevorschläge habt an uns, wir können das natürlich auch noch gerne wiederholen mit einem Wunschthema eurer Wahl. Also schreibt was und unsere Kommis. Wie war das Erotikfilme aus den 70ern. Ja, ich glaube, dann nimmt der Andi Emanuel 1, du Emanuel 2 und ich Emanuel 3. Nee, Leck Emanuel. Wie heißen diese Geschichten der Josephine Mutzenbacher? Okay. Nicht schlecht. Naja, ich glaube, für unseren nächsten Cast, ich wähle tatsächlich Hänsel und Gretel Hexenjäger. Ja, es ist ja immer die Frage, müssen es eigentlich Lieblingsfilme wirklich sein? Also ich kann ja so viel sagen, es ist kein Lieblingsfilm von mir, aber ich finde ihn sehr unterhaltsam und spaßig. Stimmt, das haben wir noch gar nicht ausgemacht. Also ich meine, man kann sich ja natürlich auch unglaublich schlechte Filme vornehmen und die besprechen. Ja, okay. Ja, Hauptsache ist es themenrelevant. Ich glaube, die zwei Zuhörer, die immer noch dran denken, sich auch jetzt gerade so, was haben die für Probleme? Die Welt geht vor die Hunde und die streiten sich. Und sie labern seit 10 Minuten. Quarantäne, ja. Leute. Wir wissen doch nicht, was wir jetzt noch machen sollen heute Abend. Obwohl, ich schaue mir jetzt Ghost World an. Oh ja, sehr gut. Okay, gut. Ich gehe in die Badewanne. Sehr schön. Bist du? Ich habe noch keinen Plan gemacht, tatsächlich. Ich werde jetzt sehr einsam sein, wenn ihr auflegt. So einsam wie Harvey Pieker, wenn er durch die. Du könntest einen Comic zeichnen und Max und ich illustrieren ihn dann. Dein Leben. Aber warte mal, sei Stus Leben von zwei verschiedenen Stilen. Mein Gott, hey, was für eine Klammer. Und das war's dann von uns dreien zu dieser noch namenlosen, zu diesem noch namenlosen Spin-Off. Ganz ehrlich. Denkt sich jeder so, hoffentlich geht das mit der Corona bald vorbei. Hoffentlich machen die Kinos bald wieder auf. Der Papelitzki, der kann nichts anpreisen. Ich bin zum Moderieren zu blöd. Und der Einzige, der beides könnte, der redet heute nicht. Ja, wir sind, ja, Hashtag Dream Team, ja. Ja, bewertet uns auf dieser Spotify, YouTube und Facebook. Ist übrigens der coolste Podcast-Kanal aller Zeiten. Wer nämlich zu füt küt, der küt zu füt. Ja. Wenn man so aus Spaß so Onaniergeräusche nachmacht, klingt das so ähnlich, ne? Füt. Bitte konnte irgendjemand die Abmoderation machen, ich weiß. Puh. Fit for Future, Fit for Fridays. Okay, wir sollten aufhören, oder? Wir reden, glaube ich, seit 20 Minuten nicht über Filme. Egal, deswegen ist es ja ein Spin-off. Okay. Wir lassen es Dom schneiden, habe ich gerade beschlossen. Hallo Dom, Grüße, viel Spaß noch. Okay. Na dann, also, wer macht die Abmoderation? Tschüss. Immer der fragt. Also, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur Verabschiedung, wollte ich sagen. Das ist die dümmste Verabschiedung jemals. Okay, also tschüss. Tschüss. So eine Scheiße. Ha 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 ha
Hey. Ja. Ah. Servus. Oh. Aber ich sage auch Tschüss und hoffe, dass derjenige, der das schneidet, diesen Ausschnitt nicht bei Facebook in die Gruppe postet. Was jetzt sicher nicht passiert. Oh Gott, ich habe jetzt alles voll geschwitzt. Ich drück mal Stopp, oder? Ja, bye bye. Bye bye.